Das Pheno in Wolfsburg. Architektonisches Meisterwerk. Symbol für Innovation. Das Gebäude ist ein Wissensraum, der mit Konventionen bricht. Um die visionäre Idee der Pheno-Architektin Zaha Hadid zu realisieren, musste die Grenze des bisher technisch Möglichen überschritten werden. Ein ganz neuer Spezialbeton wurde entwickelt, um so die Vision in die Wirklichkeit zu führen. Erst durch Innovation wird aus dem Bau des Phenos Realität. Doch was genau bedeutet Innovation? Damit meint man immer einen Prozess, nicht nur eine Idee. Also, die Idee wird in die Tat umgesetzt und kann so zu großem Erfolg führen. Dieser USB-Stick zum Beispiel. Sein Erfinder, Dov Moran, ein Ingenieur aus Israel, stand Ende der 90er Jahre vor einem Problem. Er konnte nicht mehr auf seine wichtige Präsentation auf seinem Laptop zugreifen. Der Akku war leer. Da kam ihm die Idee, eine kleine portable Festplatte zu erschaffen. Doch bevor ihn seine Idee zum Milliardär machen konnte, musste sie zunächst den Weg aller Innovationen gehen. Ideen gibt es viele. Doch bevor es eine Idee auf den Markt schafft, muss sie zunächst gründlich geprüft werden. Dabei ist der kürzeste Weg nicht immer der schnellste. Die ausgereifte Idee überholt die flüchtig durchdachte. Bei diesen Zahnrädern scheint alles zu funktionieren. Sie greifen einwandfrei ineinander. Das eine bewegt das nächste. Doch bei der Auswahl eines Teams zur Umsetzung einer Idee ist Vorsicht geboten. Zu viele Beteiligte sorgen für schleppende Prozesse oder sogar Stillstand. Das letzte dieser Zahnräder hier ist einbetoniert. Es würde 594 Billionen Jahre dauern, bis es eine Umdrehung hinter sich bringt. In einem Innovationsprozess gibt es viele Fragen. Besteht tatsächlich ein Bedarf? Was gibt es schon? Wer sind überhaupt meine Kunden? Sind die Unternehmen und der Markt dafür bereit? Wenn nicht, auch das Loslassen einer Idee ist Teil des Innovationsprozesses. Ein erfolgreicher Innovator ist zeitgleich ein Visionär. Er erahnt Probleme und schafft die richtigen Voraussetzungen und das Timing für eine gelungene Innovation. Gelingt ihm das, setzt sich wie bei diesem Kunstwerk am Ende alles perfekt zusammen. Die Idee wird zum Markterfolg. Neben der durchdachten Idee, dem schlagkräftigen Team und dem richtigen Timing braucht es auch immer Mut. Bei dem Erfinder des USB-Sticks sprach im Jahr 2000 einiges gegen seine Innovation. Die allgemeine Meinung war, zu teuer und chancenlos gegen Disketten und CDs. Doch er ließ sich nicht beirren und die Zahlen sprechen für sich. 120 Millionen USB-Sticks werden jährlich umgesetzt. Dov Moran hat an seine Idee geglaubt, hatte das richtige Fingerspitzengefühl und wurde mit einem grandiosen Markterfolg belohnt. Der Weg von einer Idee zum erfolgreichen Geschäftsmodell oder Produkt ist herausfordernd. Doch mit Ideen und Erfahrungen aus über 500 gegründeten Unternehmen steht der Innovationscampus der Wolfsburg AG Gründern und Unternehmen zur Seite und unterstützt Sie auf Ihrem Weg zum Markterfolg.